Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Laws. Heute nach langer, langer Zeit schauen wir uns mal den Rossmann hier an. Der ist bei mir neu und ich war sehr lange nicht bei einem Rossmann. Und wir starten direkt mit dem Live-Rundgang. Und direkt hier Ideenwelt, da haben wir immer solche Elektrogeräte, also kleine elektrische Geräte und einige andere Sachen, die immer wöchentlich oder monatlich, ich weiß gar nicht, erneuert werden. Da gucken wir mal, stöbern wir mal zusammen rein. Also eine Sache, die mich hier definitiv richtig anspricht, sind die ganzen Yoga-Materialien. Einmal Yoga-Füßlinge in dem tollen Beige-Ton, aber wie auch, nein, nur in diesem tollen Ton. Und hier hinten sieht es so aus, für 4,49 €. Wieder ein Yoga-Teil. Ich zeige euch jetzt alles, was als Set zusammengekauft werden könnte. Fitnessbänder in diesen beiden Farben. Akupressurkissen nenne ich mal so. Habe ich zu Hause, aber ich finde die Farben hier schöner. Passend dazu auch die Liegematte. Also man müsste das so zusammen kombinieren. Die Liegematte kostet 12,99 €. Kissen kostet 8,99 €. Nackenmassage-Ding, nenne ich mal so, Gerät. Seht ihr das? Kostet aktuell 20 € genau. Und sieht so aus. Weiter geht's hier mit der tollen Yogamatte. Die ist super schön und beide Seiten sind super schön. Also ich mag die Farbkombination extrem. Schaut mal, man kann beide Seiten verwenden. Kostet 17 €. Und auch so eine Rolle kann man passend zu den Farben, wie gesagt, so ein Set kann man sich zusammen kreieren, holen. Der kostet 8,99 €. Arm- und Beintrainer, auch passend mit der Farbe, also Orangetön, ein Orangeton für 8,99 €. Und das Letzte, was ich euch jetzt zeigen werde, ist das hier, Massagebälle, Zweier-Set für 6,99 €. Ich sehe gerade, oh nein, das war doch nicht das Letzte. Hier ist auch noch ein Mikrofasern. Sorry. Passt aber auch hier gar nicht rein. Ne? Naja, Mikrofasern Sporttuch. Auch passend in den Tönen. Also ihr merkt, Orange und das hier spiegelt sich wieder, immer wieder. Und ne, diese drei Farben, genau. Orange, Blau und Pink ist dann komplett ein Set zusammen. Für 5,99 € kann man mit dieser Silikonform selber Müsli-Riegel backen. Zweier Set, da sind zwei Silikonformen mit dabei. Kostet 6 €. Lunchbox für 7 €. Dann Behälter, Suppenbehälter für 7 €. Hier gefallen mir auch extrem. Bratpfanne einmal klein, wie groß? 20 cm circa Breite, Durchmesser und Durchmesser 28 cm. Ich finde den Griff und die Farbkombination sehr schön. Also beide kommen mit. Klar ist der auch für Induktion und alles geeignet, aber nicht in die Spülmaschine. Oh, das ist blöd. Leute, hier kostet ein Exit Game und ich liebe diese Spiele nur 2,50 €. Krass. Ich habe die mal erstmal für 15 € geholt von Thalia. 15,20 €. Ich habe die auch super gerne verschenkt. Dann habe ich die bei Aldi für 7,50 € gefunden. Habe dort direkt 4 Stück mitgenommen. Das habe ich aber nicht mitgenommen. Also das hatten die nicht. Und der kostet nur 2,50 €. Krass. Also falls ihr Exit Game noch nicht gespielt habt, solltet ihr das spielen. Also Exit das Spiel. Kann ich euch nur empfehlen. Macht mega Spaß. Und das hatte ich noch nicht. Der kommt mit. 5 € kostet hier dieser Stiftset, 20 Teile mit einer Box, die man so schön aufmachen kann, so wie eine Schublade. Hier so ein Set, also das, was ihr alles hier seht, kostet insgesamt 4 € nur. Auch als Geschenk finde ich eine tolle Idee. Was ist denn das hier? Ein Kissen, ein Yoga-Kissen, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ein Yoga-Halbmondkissen
Okay, ich mache seit längerem Yoga und habe es nie gebraucht, Leute. Ich glaube, das braucht man gar nicht. Also wenn man das hier hat und eine Box, obwohl Kissen kann ich mir vorstellen. Das hier, vielleicht habe ich noch nie irgendwo passend dazu gesehen. 12,99 Euro, auch 12,99 Euro. Für die kleinen Musiker, Kinder, einmal hier so ein Set aus wie viel Teilen? Ich glaube aus 4 Teilen, nee, aus 5 Teilen. Kostet 8 Euro. Ich zeige euch mal jetzt einfach nur mal im Schnelldurchlauf die ganzen kleinen E-Geräte. Ja. So könnt ihr dann die Preise plus die Artikel sehen. Ich kann euch leider nicht alles im Detail zeigen. Okay, wir machen jetzt aber weiter mit dem interessanten Teil. Also hier Seifenregal oder Seifenbehälter, also Halterung, finde ich toll. Ich weiß nicht, warum der offen ist, das war ich nicht, Leute. Aber hier, ich benutze sehr gerne natürliche, selbstgemachte Seifen. Also ich habe Mundwasserspülung gebraucht. Ich sehe, die sind super günstig und ausgezeichnet mit dem Testsieger. Sehr gut. Deswegen kommt jetzt einmal der hier mit. Also ich finde die hier bei Vibein sehr schön. Ich zeige euch das auch mal so im Schnelldurchlauf. Aber wie gesagt, die beiden gefallen mir am meisten. Der hier auch sehr schlicht, darunter auch schön. Ich nenne euch mal die Preise ungefähr, damit ihr das abschätzen könnt. Kostet 14,99 Euro, aber ist Goldplatte. Meine Lieblingsabteilung sind diese ganz, ganz, ganz feinen Ringe. Ich liebe feine Ringe. In Silber steht mir persönlich mehr und ich glaube, der kommt mit, Leute. Wie viel kostet der? Auch nur 14,99 Euro. Sieht doch richtig schön aus, oder? Gefällt mir. Ja, nicht für den Daumen. Ich wollte den nur jetzt mal anprobieren. Perfekt, meine Größe haben die auch noch. Der kommt mit. Einer meiner Lieblings-Make-up-Mousse, nenne ich mal so, ist von Assam Beauty. Magic finde ich in Summertime. Oder es gibt auch Transparent und Classic. Ich habe immer den hier benutzt. Den würde ich aber auch gerne mal irgendwann mal testen. Wer mir lange folgt, weiß, dass ich hier... dass das meine Lieblings-Matt-Lipsticks sind, also Liquid-Lipsticks sind. Und da ist meine Lieblingsfarbe, die 65 haben die hier. Genau, das ist meine Lieblingsfarbe, die ich auch sehr gerne im Alltag benutze. Und ich schwöre darauf, also einmal auftragen und dann nie wieder. Sogar fast 2 Tage. Aber ich habe auch gehört, die sollen auch sehr gut sein. Da sind sogar einige neue Farben mit dabei. Ich glaube, ich teste mich hier auch mit der hellsten Farbe, 95. Oder hier doch der hier, die 100. Oder doch die 105. Also diese Farben hier sehen eher dunkler aus, obwohl der sieht auch sehr schön aus. Also ich werde jetzt eins mitnehmen zum Testen. Okay Leute, das sind hier aber, damit ich das nochmal sage, keine matten Liquid Lipsticks wie hier. Und das sind schon... ja, glossy. Da steht sie auch drauf, Glanz. Aber schöne Farben, ja. Also die Catrice-Abteilung schaut so aus. Also Wimpern, Nägel und eine schöne Palette. Und ich sehe auch gerade, dass vieles hier im Sale ist, also regulär reduziert ist, zum Beispiel auch hier dieser Lip Booster
Lippenbooster oder Nagellacke sind auch auf 2,50 Euro reduziert. Lashes hier auf 3 Euro. Und die Paletten hier. Dann die hier. Die sind wirklich alle im Sale. Also falls ihr einen Teil habt, den ihr eh gerne benutzt und nachkaufen müsst. Also das alles, was gelb markiert ist, ist jetzt regulär reduziert. Für 2,99 Euro hat man hier so einen Augenbrauen-Styler Gel. Okay, wir sind hier, wie ihr gesehen habt, bei River Loves Me, glaube ich, heißt das, oder? Leute, ich merke, ich war einfach zu lange nicht hier in der Drogerie und kenne ganz viele Produkte nicht. Eigentlich wollte ich euch nur die neuen Neuheiten zeigen, aber für mich ist alles gerade neu, weil ich wirklich sehr lange nicht hier in Rossmann war. Und meine Lieblings-Liquid-Lipsticks sind hier. Erhältlich, Leute, ich liebe die. Moment. Das müssten genau die hier. Finde ich richtig, richtig gut. Die sind wirklich 24 Stunden auch langanhaltend. Und Proof, genau. Das kann ich auch bestätigen. Dann habe ich auch die hier. Die finde ich aber nicht so toll, wenn ich ehrlich sein soll. Ach, wie cool sieht denn das aus? Steinchen. Lipöl. Oder hier die hier. Einfach nur hübsch. Also das war meine Kindheit. Bei mir gab es sogar ein Urban, das kennen ganz viele bei euch nicht. Und da hat man sowas gerne mal für die Kinder gekauft. Und jetzt hole ich hier meine Farbe. Ich glaube, das ist die 15. Ist das die 15? Nein. Genau, die hier. Der will nicht raus. Ist das ein Zeichen? Also den werde ich jetzt einmal testen. Ich habe nämlich einen pinken. Aber 15 möchte ich jetzt testen. Den ich zu Hause habe, ist, glaube ich, der hier. Nein, das ist die 9. Genau, das habe ich zu Hause. Ich glaube, den kaufe ich auch nach. Aus der letzten Kosmetikabteilung ist Essence. Da zeige ich euch auch mal, was die hier haben. Ganz viele Nägel, Glitzernägel. Immer wieder wird der hier nachgekauft und ich verliere es. Ich glaube, das dritte Mal, dass ich das jetzt wieder kaufen muss. Kostet 95 Cent. Für 1,95 kriegt man diese mega süße Pinzette. Die ist einfach zu süß. Jetzt sind wir hier bei der Dekoabteilung und bei den Kerzen. Und wir machen mal hier wieder einen schnellen Durchlauf. Die sehen jetzt hier zum Beispiel schön aus, aus Glas. Dann tolle, schöne Kerzen. Da sieht auch hübsch aus. Wow, was für tolle Farben, Leute. Oder auch der hier. Die kosten hier 3,49 Euro. Und die kleinen kosten 2,59 Euro. Ist das überhaupt noch interessant nach Weihnachten? Also für mich ja, definitiv. Schaut mal, die zum Beispiel. Ich liebe diese Länge. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Es riecht hier gerade auch wunderschön, Leute. Es duftet wirklich super angenehm. Midnight Garden. In grün und in einem Beige-Ton. Das ist auch eine schöne Vase. Beton-Optik, obwohl das ist wirklich aus Beton. Eine schöne, hübsche Kerze. Servietten, hübsche Servietten haben die hier. Ich mag dieses längliche am meisten. Der ist mir zu groß und die sind normal. Die sind aber auch schön, Leute. Die gefallen mir auch. Aber die länglichen gefallen mir am meisten.
Da muss man nichts falten, kann man einfach dazulegen. Zum Beispiel, schaut mal, für eine süße Geburtstagsfeier. Wirklich ein Muss für mich sind diese Farb- und Schmutzfänger. Ich hole aber heute mal das günstige, also die günstige Alternative von dieser Rossmann Eigenmarke. Für 2,99 und da kostet er fast 4 Euro. Und hier sind 50 Tücher drin und da sind nur 40. So ein Tipp von mir für die Küche sind hier diese Schmutzradierer. Leute, die Fronten kann man damit so schön und einfach richtig sauber kriegen. Aber Leute, kauft die nicht von hier. 6 Stück kostet hier nämlich 2,39 Euro und in Action kostet sowas, glaube ich, nur 1 Euro. Da sind auch genauso viele drin. Aber heute werde ich meine Küche tiefenreinigen, deswegen kommen einige Produkte jetzt mit. Einmal hier ein Putzstein. Die sehen einfach hübsch aus. Mikrofasern, Recycle, Universal Tücher, einfach weil die süß sind, kommen auch mit. Glaskeramikreiniger kommt mit. Obwohl, ich habe es mir anders überlegt, ich nehme doch noch den hier mit, diesen Putzstein, und nicht den hier, weil das habe ich schon mal benutzt und bin sehr zufrieden damit gewesen. Ein Entfalker. Okay, hier sind zwei mit dabei. Ich hätte nie gedacht, dass ich das hier in Rossmann finden werde. Leute, ein Kabelsammler. Ich habe nämlich im Wohnzimmer einen Bereich, das sieht gar nicht hübsch aus. Und der kostet hier 6,99 Euro. Ich freue mich mega darauf jetzt. Ihr wisst, glaube ich, was das ist, oder? Ja, der kommt definitiv mit. Dann hat Rossmann auch sowas für die Schublade, die man schön ja, organisieren könnte. Schubladenteile, 6 Elemente jeweils, die man selber einstellen kann, also kürzer, länger und die Schublade schön ordentlich hat, kostet 3,99 Euro. Könnte man sogar in der Küche benutzen, egal wo. Zum Beispiel diese Steckdoseleiste kann man schön hier drin verstecken, wisst ihr? Die passt genau. Moment. Und dann kann man hier mehrere Bereiche innerhalb benutzen und hier jeweils die Kabel nur raus tun, so dass es einfach ordentlicher aussieht. Diese Dreifachsteckdose plus diese beiden USB-Eingänge kostet 9 Euro. Für meine Babys kommt einmal das hier mit, einmal das hier mit, das kenne ich gar nicht. Das hier und das hier. Die lieben, das sind so Snacks wirklich. Mittlerweile hat ja Rossmann alles so gut ordentlich kategorisiert. Hier haben wir zum Beispiel Haushaltsartikel. Ich liebe aktuell Rossmann. Ich frage mich, warum ich nicht vorher schon hier war. Weil die haben das alles so ordentlich und so viele Sachen, die ich hier nie gedacht hätte zu finden. Zum Beispiel hier eine Kühlschrankschublade. Die dünne Version, die habe ich auch nie irgendwo gesehen. Also das kenne ich, das verkauft auch Action, aber das hier habe ich nie gesehen. Was kann man denn hier rausmachen? Also für was könnte man das benutzen, die dünne Version? Für 2, 3,29 Euro. Okay, ihr seid jetzt gefragt. Ich brauche diese Flaschen, aber in kleiner. Ich möchte mir nämlich selber Ingwer-Shots zusammenmixen und jeweils für die ganze Woche vorbereiten. Aber der ist zu groß. Wisst ihr, wo ich die kleine Version hiervon finden würde? Ich werde jetzt noch zu Teddy fahren und bei Action noch mal reinschauen. Aber bei Action hatte ich es nicht gefunden und hier ist der mir zu groß. Das brauchen wir auch. Ups, hier immer 100 Stück. Süße Espresso-Tassen, schaut mal, richtig süß und klein, für 4 Euro. Eine Thermodose in dieser hübschen Farbe für 5 Euro. Also die Schreibwarenabteilung ist auch hier vorhanden, das kennen wir aber auch schon seit längerem, oder? Süße Farben. Wow, warum kostet sowas? Also das ist vielleicht, wenn meine Schülerin zuschaut. Ich weiß, dass sie jetzt auch, die Mama guckt auch zu. Hier hat man die Patronen für Pilotenstifte für 7,03 Euro Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob das günstig ist, aber 3 davon wäre teurer. Deswegen müsste das passen.
einmal hin. Alles drin, habe ich das Gefühl. Die haben wirklich alles. Leute, ich weiß, dass viele diese Bücher hypen. Aber ich möchte nicht mit dem Hype mitgehen, weil das so, ich glaube, Liebesromane sind. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, ob das jemand wie ich, der Thriller und Horror und ja, Sebastian Fitzek und Stephen King liebt, auch sowas gerne lesen würde. Oder ich lese auch gerne Biografien und geschichtliche Romane. Aber ich habe schon so lange keinen Liebesroman gelesen. Und ja, deswegen weiß ich nicht. Und ich habe einmal auch eine Kritik mitbekommen. Naja, schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr das gelesen habt. Und wenn ihr das empfehlen könnt, warum ihr das empfehlen könnt. Bitte. Ich würde mich super freuen. Einfach nur hübsch, oder? Würdest du dir einen Conditioner und ein Shampoo holen, weil die einfach super stylisch aussehen? Oh. Ich wollte ein Micellenwasser Reinigungswasser holen, aber ich habe das jetzt gefunden. Auch Micellenwasser Reinigungswasser. Aber ein bisschen dickflüssiger steht drauf. Und ja, habe ich noch nie gesehen. Testen wir. Und das möchte ich auch heute mal testen. Ein Selbstbräuner von St. Moritz fürs Gesicht. Für 8 Euro. Und ja, ich habe einfach Gutes gehört, aber das sieht auch gut aus. Ich habe mich aber jetzt ein bisschen schlau gemacht im Internet und hierzu schreiben viele, obwohl Medium steht drauf. Leute, das Medium wäre vielleicht zu viel für mich. Also wusstet ihr, dass einige Filialen auch hier Toni-Box-Figuren haben oder allgemein Spielzeug für die Kinder? Also das wusste ich zum Beispiel nicht. Ihr merkt, ich war ganz lange nicht hier, aber ich finde es super interessant. Cool. Und die ganzen Exit-Games, von denen ich eben gesprochen habe, auch das hier, kostet hier 15 Euro. Habe ich ja gesagt am Anfang. Und jetzt frage ich mich, habe ich eben falsch gelesen? Das steht hier nämlich wieder für 15 Euro. Ich muss 100% an der Kasse nochmal nachfragen. Cool, von meinem Lieblingsautoren gibt es auch wohl ein Safe House-Spiel. Ob das so gut ist wie seine Bücher? Für 15 Euro. Also jede Menge Spielzeuge. Das ist ja wie Toys R Us, falls ihr das kennt. Endet nicht. Testen wir mal die gefriergetrockneten Himbeeren ohne Zuckerzusatz. Da ist nur noch einer übrig. Das ist auch ein Zeichen, ist auch neu. Der kommt auch mit. Und dann habe ich auch noch die hier gefunden. Ob das jetzt teuer ist, weiß ich gar nicht. Bei 25 Gramm für 2,50 Euro zu zahlen. Interessante Sache. Habe ich auch noch nicht getestet. Die kaufe ich immer wieder gerne, Leute. Nur für 59 Cent. Zuckerfreie Pastillen. Lieblings-Chai-Latte. Hier ist der hier. Von Rossmann. Den kann man nämlich auch kalt trinken. Ich liebe es, den kalt zu trinken. Die kommen auch für 1,40 Euro mit. Voll süß. Also meine letzte Frage für heute. Ich habe euch heute echt mit Fragen bombardiert. Aber wer von euch hat diesen Aloe Vera Drink Gel getrunken und kann sagen, dass das hilft, dass das gut tut und dass das eine tolle Sache ist? Nicht das, was ihr gehört habt, sondern das, was ihr selber empfunden habt. Das würde ich gerne wissen, weil gehört habe ich auch viel. Kostet 15,65 Euro und würde es eigentlich auch gerne testen. Aber bevor ich jetzt den hier mitnehme, wollte ich bei euch mal nachfragen, ob einer eine eigene Erfahrung mit mir teilen kann. Dann sehe ich hier, die haben auch so einen Drink für Haut und Haare. Also der soll eigentlich für viele Sachen sehr, sehr gut sein. Aber ja, Immunsystem stärken steht hier für Haut und Haare, wie gesagt, Zellschutz.
plus. Also ganz viele Sachen. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren. Ich würde mich für jede einzelne Empfehlung oder Bewertung freuen. Den hier kann ich euch aber sehr gerne empfehlen. Das ist der Teebaumöl. Immer wenn wir merken, dass wir uns erkälten oder eine Erkältung haben, wird der auf ein Wattepad mit reingegeben und dann wird der inhaliert sozusagen. Und das tut so gut für die Atemprobleme oder für die Nase, verstopfte Nase. Kann ich euch definitiv empfehlen. Also wenn ihr ein Inhaliergerät habt, falls ihr keins habt, den könnt ihr bei Action für, glaube ich, 7 € oder so mitnehmen. Und hier diesen Öl nur für 2 €. Das ist für uns so ein absoluter Erkältungstipp, den wir immer wieder machen. Also reines 100%iges Minzöl ist so eine japanische Heilpflanze, die man auch bei Erkältungskrankheiten benutzen kann. Haben wir auch sehr gerne benutzt. Das waren die ganzen Teile. Ich habe ganz viel eingekauft. Ich denke, ich mache einen Haul, deswegen zeige ich euch mal hier nicht alles, was ich mitgenommen habe. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Eure Hijab Flowers.